Hallo Freunde der Spielkultur, willkommen bei Two Point Hospital mit meinem total überlasteten Krankenhaus. Nicht jetzt weiterbilden. Beförder 3 Mitarbeiter in 90 Tagen, das könnte ja passieren, theoretisch. Mein Gott, ach so, bei der Clowns-Sache ist das wegen den VIPs, die angekommen sind. Ich dachte jetzt gerade schon, oh mein Gott, wir haben eine Clown-Epidemie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute lauftechnisch einfach für den Arsch sind. Viele Mitarbeiter haben freie Weiterbildungsplätze. Ich arbeite dran. Diagnostik 2, Apothekenverwaltung. So. Vor allem geil, wie man Leute in Motivation ausbilden kann. Pfleger Ernest Spaßbremse. So, Dr. Lola Funke. Nehmen wir die Hausmeister auch mal mit rein. Leitende Hausmeister oder in. Und der Nachwuchspfleger. Ich will jetzt auch erstmal ewig dauern, bis sie sich wieder alle zusammenfinden. Ah nee, da sind sie ja schon alle. Jetzt redet nicht nur auf dem Flur, sondern geht da rein und lernt was. Wir müssen mich nur noch einen Mitarbeiter befördern. Dann können wir nämlich das Krankenhaus hier einfach sich selbst überlassen und abhauen. Ach, das Beste. Ist einfach weggehen. Warum bist du so unzufrieden? Können wir da nicht einfach Geld draufschütten, dass du glücklich bist? Ja, hebt eure Finger. Was ist Motivation? Motivation ist, jeden Morgen aufzustehen. Irgendeine Fachärztin kann den gewünschten Zielort nicht erreichen. Weil diese dämliche Pflanze im Weg war anscheinend. Was ist, wenn im Krankenhaus wieder alle sterben? Dann ist wahrscheinlich jeder Facharzt beschäftigt. Kann es eigentlich sein, dass diese dämlichen Geister ihr ganzes Ektoplasma im Krankenhaus rumspritzen? Nurse needed in general diagnosis. Muss dringend aufs Klo. Warum sind die, alle Patienten sind echt permanent durstig. Da muss ich wirklich in den Folgekrankenhäusern mehr rausholen. Deprimator 3 und Herzrasen 3. Fortfahren, danke. Ich brauche einfach mehr Getränkeautomaten. So, wundervoll. Es sieht super schrecklich aus gerade hier. Deshalb gehen wir einfach auf die Weltkarte und gehen zum nächsten Krankenhaus. So, another day begins in Two Point County, where students at the Mitten School of Medicine may soon be able to practice on actual living people. Ach, das soll eine Universität sein. Ich dachte, das ist ein Gefängnis. Gluing heads back on to accidentally decapitated patients is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. It's easy to get lost around Tumble,
and it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of Two Point County. Or at least people with good health coverage. The rest of us will. Aber das ist wirklich so wie in der wahren Medizin. Das, ja, Allgemeinmediziner sind nur total überfordert und total überlastet. Total im Stress. Two Point Foundation. Unternehmenswert 5 Millionen. Aktien 11.000. Sollte ich die nicht mal anders nennen? Lactation Medicine. Flemington, wie Level noch gesperrt. Aber da rechts muss ja auch noch. Wir müssen ja dann wahrscheinlich in die Großstadt rüber und noch Krankenhäuser machen. Aber gehen wir erstmal zur Universität. Die Heimat einige der hellsten Köpfe im Two Point County. Das bedeutet auf jeden Fall, wir brauchen diese Lichtdinger. Also um die um die helle Köpfchen zu behandeln. Der perfekte Ort, um neue Technologien zu entwickeln, die Universitäts- und Forschungsklinik mitten. Ach, hier wird uns beigebracht, wie wir neue Forschung voranbringen. Pass mal auf. Um Maschinen zu verbessern. Der Rektor der Mitten-Universität ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Mitten-Universität ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Mitten-Universität wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, um jedes Forschungsprojekt und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzlich Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird sie uns gewähren, wenn wir unsere technologischen Kompetenzen durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. In diesem Teil des Countries ist es sehr kalt. Wir sollten zusätzlich Heizkörper einbauen, damit es warm ist. Heizkörper sind freigeschaltet. Sehr schön. Ich kann auch alles einstellen. Das Spiel hat mich wieder verarscht. Ich weiß, das funktioniert nicht so, wie es sollte. So, für die Aufnahme wird ein Assistent benötigt, machen wir. Und da es ja auch wieder hier so eine gewisse Sache ist mit Leute ausbilden, fangen wir mit niedrigstufig an. In einigen Countries ist es sehr kalt, weshalb wir die Temperaturen. Da sind die Heizkörper. Oh, da wird es schon sehr heiß. Als wenn man nicht Heizkörper regulieren könnte. Früher konnte man das bei Seam Hospital. Setzen wir euch noch näher an die Heizung, dass euer Hoden verbrennen soll. Ach so, wenn ich SRG halte, kann ich die Dinger auch frei bewegen.
also beziehungsweise noch kleinere Felder gehen. Seht ihr das? Kann ich die noch näher an den, zum Beispiel an die Bank setzen, so einen Mülleimer. Damit die auch die Automaten aneinander setzen können, Rücken an Rücken und all so Geschichten. So, da oben kann der Zeitschriftenstand hin. Hoffen wir, dass er da reinkommt. Ich baue mal ein bisschen enger. Machen wir mal Grundlage für Prestige Level 3. Das muss dann ausreichen. So, warum wird mir jetzt nicht angezeigt, wie warm oder kalt das ist? Weil es noch gar nicht zählt. Von dem Ding hier. Sehe ich erst, nachdem der Raum fertig gebaut ist. Ach, wir schaffen auch eine 4. Sehr schön, und das in so einem kleinen Raum. Dass die Leute hier an der Seite vorbeikommen. Ah ja, ein Arzt einstellen hat auch Vorteile. Ach, wir kriegen auch nur so billig Ärzte dann. Ah, lassen wir den großen Mittelbereich. Schön wäre, wenn ich einen Blueprint hinterlegen könnte. Und mit diesem Blueprint diese Gebäude vorbauen kann. Und dann speichere ich die einfach ab und dann werden die hingestellt. Und dann ist halt alles gut. Weint der Arzt? Ja, schöner erster Tag. Heute ist ein schöner, ich weine erst mal eine halbe Stunde in meinem Büro. Wir haben alle Diagnosen ausgeschöpft. Natürlich haben wir das. Ich habe ja noch gar keine Diagnostik. Wir können zum Allgemeinmediziner gehen und da sagen, guck, guck, ich bin da. Und der sagt, oh, Sie sehen aber gar nicht gesund aus. Sie sollten auf jeden Fall in den... Beep, beep, Raum nicht verfügbar gehen. Ja, hört sich ja gut an.
Sehr schön, Arzneischränke verbessern. Auch das Arbeiten. Und der Kaffeeschrank verbessert die Sachen ein bisschen. Ach, du brauchst hier keinen Feuerlöscher. Und schon brannte die Bude lichterloh. Keine Panik, wir kümmern uns gleich um den Diagnostikraum. Aber erstmal geht es um die Salz-Snacks. Zeitschriftenständer hatten wir gebaut. Dafür brauchen wir noch einen weiteren Assistenten. So, noch einen schäbigen Arzt da oben rein. Allgemeindiagnostik daneben. Und Arzneischrank ist wirklich das neue Super-Element. Hoffentlich können wir diese Boni davon verbessern mit der Zeit. Der ist zwar mit 1000 teuer, aber unsere Diagnostikwahrscheinlichkeit und die das Behandlungsvermögen wird einfach erhöht. Und das ist halt schon eine ganz coole Sache. Und den gab es vorher, glaube ich, überhaupt nicht hier zu sehen. Schauen Sie, ich bin der beste Diagnostiksteller aller Zeiten. Hier sind meine ganzen Fähigkeitsnachweise. Oh ja, cool. Ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen bin. Sie scheinen wirklich der Beste zu sein. Noch besser als Gerda. Die hat mir mal erzählt, sie wäre Diagnostikmeister. Und da hat sie meinem Onkel ein Einhorn diagnostiziert. Das war der Tag, an dem Opa gestorben ist. Warum setzt er sich eigentlich auf das Diagnostikgerät mit seinem Hintern? Was hat der? Ach so, die WC-Warzen. Ja, das ist ja okay. Dann können wir direkt hier vorne die Apotheke machen. Und es sind so unendlich riesige Laufwege, die sie machen müssen. Ne? Also, sagen wir mal, es wird was diagnostiziert, dann muss der wieder zurücklaufen und wieder dahin. Und das macht, glaube ich, letztendlich das Problem aus. Von dieser ganzen Kacke manchmal hier. So, hier bitte ein Feuerlöscher. Kaffeemaschine für Energieboost. Oh, die haben gar keine Pflanze da drin, ist also nicht sehr schön. Jetzt zertifizieren wir den Raum. Oder auch nicht an der Stelle.
Zeig mir die Heizkörper. So, ich installiere erstmal nur das eine Upgrade. Kein Mensch kann hier Wasser benötigen. Ohne Kack, jeder hat Wasser. Ja, wir haben sogar Kaffeemaschinen bei den Ärzten reingebaut. Komm mal her, Bearbeitung. Dann kriegt der nämlich hier auch eine Kaffeemaschine. Das soll nämlich einen Energieboost geben. Da bin ich mal gespannt. So, wir haben den ersten Patienten geheilt. Ein Hoch auf mein Krankenhaus. Und wo auch immer du hingehst, er sucht nach Arbeit. Kann überhaupt nicht sein. Weil da ist doch sein dämlicher Zimmer. Also sein dämliches Zimmer, wo er arbeiten kann. Ja, Weiterbildungszimmer bauen. Später. So, Upgrade installiert, Forschung freigeschaltet. Tolle Neuigkeiten, das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Forschungslizenz erteilt. Dadurch können wir in jedem unserer Krankenhaus neue Maschinen, Upgrades und mehr erforschen. Um ein Forschungsprojekt zu starten, benötigen wir ein Forschungszimmer und einen Arzt mit Forschungsausbildung. Auch die Diagnose und Behandlung von Patienten kann zu unserer Forschung beitragen. Das Einfangen von Geistern kann auch sehr erleuchtend sein. Allein Patienten in Farbtherapie. Bilde einen Arzt in Forschung aus. Moment, machen wir das so? Discovered the heater had been jammed with sodium snacks. No wonder it ceased to function. I suspect this is the work of that unhygienic anarchist, Harrison Wolf. Words will be had, I assure you. We hope you've enjoyed your stay, but please eventually leave. Ja, ja. Medikamentenmixer kann upgraded werden und. Aber erstmal brauchen wir ein Klo. Ich hoffe, ich mache den Durchgang jetzt hier nicht zu, aber es sieht ganz gut aus. Da war der Durchgang, okay. Bis jetzt sieht sie auch ziemlich entspannt hier aus. So, grade die Maschine ab. Allgemeindiagnose habe ich Apotheke, aber Arztpraxis habe ich Kardiologie. Station, Psychiatrie, das Pausenzimmer ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Toiletten haben wir. Jetzt hat er mich natürlich vorhin angetriggert. Weiterbildung wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte. Machen wir einen ganz kleinen Weiterbildungsraum. Können die auch zufrieden sein da drin und wir können 4 Leute ausbilden. Was willst du mehr? George Trick hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns nicht sicher. 89%. Bitte warten.
nicht jetzt weiterbilden. Mit Disco-Fieber, eine Psychiatrie, können wir nicht annehmen, Entschuldigung. Also machen wir ein weiteres Diagnosezimmer. Zum Beispiel diese Kardiologie. Hilfe. Es ist so scheiße, dass langsam wirklich sinnvolle Einrichtungsgegenstände dazukommen. Wen brauchen wir hier nochmal? Ich glaube auch eine Krankenschwester, ne? Also ein Krankenpfleger ist eine Kardiologie. New from Bungle. Pocket watches are a thing of the past. Now is the time for rocket watches. Bungle rocket watches fly around your head so you can always tell the time. Buy a Bungle rocket watch today. And watch time fly. Du kannst die Zeit jederzeit sehen, weil das Ding um dich herumfliegt. Sehr schön im Anzug laufen lassen. Ich habe doch keine Zeit. Starte einen Kurs. Forschung. Ausbilder müssen wir von außen holen. Sollen wir beide direkt darin ausbilden, die wir haben? Beide mit Lerntempo 100. Ach komm, starten wir den Kurs. Dann haben wir wenigstens zwei Ärzte, die sich abwechseln können auch. Also direkt die, wie heißt es? Die Vertretung für den Arzt mit dabei. Aber wir sind jetzt erstmal am Ende auch, zeitlich. Und sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit meinem Effizienzkraftwerk. Kraftwerk sage ich schon. Ich meine natürlich Krankenhaus. So, ein Ersatzarzt. Wie sieht es finanziell aus? Ja, so gerade im grünen Bereich. Doctor needed in GP's office. Haben wir jetzt wenigstens rausgefunden, was der eine hatte. Aktuell sehr gelangweilt. Dann soll sich eine Zeitschrift kaufen. Oder mal telefonieren. Hallo, Telefone? Ja, ruf bei deiner Familie an, sag, du bist todkrank und die holen dich dann ab. Ja, wenn kein einziger Assistent an der Anmeldung ist. So. Jetzt sind wir aber weg und wir sehen uns dann morgen.